Ja, das Szenario ist schon so, dass man sagen muss, irgendwann werden die Baustellen stillstehen. Wann das eintritt, kann ich nicht prognostizieren. Aber Tatsache ist, eine Stahlbewehrung brauchst du ganz unten im Haus. Du kannst keinen Neubau machen. Also ohne Stahl kein Beginn. Ja, wo keine Bewehrung ist, ne? Oder wo dir die Stahlträger fehlen. Also insofern, ich sag mal so, man kann natürlich Projekte, die jetzt angelaufen sind, durchaus zu Ende führen, je nachdem, um welches Gewerk, in welchem Stadium, welches Haus jetzt ist. Das ist sicherlich möglich. Und wir werden schon auch noch, selbst bei verminderter Produktion, selbst wenn etwas wegfällt, ja, jetzt aus den Ländern, wird man natürlich noch im etwas beschränkteren Maße weiterbauen können. Aber die Frage ist natürlich, je länger das dauert, ja, irgendwann hat es natürlich wirklich auch große Effekte. Und das ist jetzt noch ein Blick in die Glaskugel. Was läuft denn bei Ihnen auf dem Tisch jeden Tag auf? Mhm. Läuft es da auf, Menge des Stahls geliefert, ausgefallen, ja. Baubeginn ja. nicht möglich, Baubeginn ja. nicht möglich. Ja. Haben Sie jeden Tag eine aktuelle Übersicht? Nee, wir haben jetzt nicht so die aktuellen Übersichten, welche Projekte gestoppt werden. Das wissen also eher die Wohnungsbauunternehmen, die ja ganz genau wissen, was sie in Auftrag gegeben haben und wo es nicht weitergeht. Aber das, was ich natürlich sagen kann, aus der Sicht der Unternehmer, die sind jeden Tag damit konfrontiert, dass sie eben bestimmte Stoffe nicht bekommen oder dass ihnen die Preise durch die Decke gehen. Wir haben ja zum Beispiel das Thema Diesel auch noch gar nicht besprochen, ne? Erdölbasiertes Produkt. Das ist natürlich, das schießt ja im Moment auch, das weiß jeder, der an die Tankstelle fährt, geht ja auch sehr hoch. Und da ist das Problem, wir haben natürlich bei Diesel und bei Benzin auch hohe Kosten für die Baumaschinen. Der Bau ist eine unglaublich materialintensive im Logistikbereich. Wir haben lange Fahrtstrecken zurückzulegen und deswegen sind also auch die Dieselpreise für uns unglaublich wichtig und die kann man im Moment auch nicht kalkulieren.